sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute an einem Freitag, den 14. März, Todestag von Karl Marx, hier in der Bibliothek. Und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Freundeskreises Jenny Marx. Heute Abend geht es darum, zu klären, was hat der Denker, der Dichter mit der Revolution zu tun? Karl Marx und Heinrich Heine, zwei der großen Deutschen im 19. Jahrhundert und in Zukunft. Waren Karl Marx und Heinrich Heine sich so nah und wie nah waren sie sich? Sie kannten sich natürlich, sie haben sich in Paris getroffen, auch Jenny Marx kannte Heinrich Heine. Diese Fragen wollen wir heute Abend klären und dafür haben wir uns einen kompetenten Referenten eingeladen, der uns in dieses Thema einführt. Grüßen Sie jetzt mit uns Uwe Friese. Uwe Friese ist Schriftsteller und lebt seit einigen Jahren hier in Leipzig. Er hat schon in Italien gelebt, in Schweden, ist in Braunschweig geboren, hat einige Jahre in Hamburg verbracht, war der erste Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftsteller nach der Wiedervereinigung Deutschland. Er hat es, so fair wie es damals möglich war, geschafft, die beiden Schriftstellerverbände Ost und West in der sogenannten Wendezeit zu vereinigen. Schönen Dank, Uwe, du machst das Wort. Der Dichter, der Denker und die französische Revolution. Beim Nachdenken über mögliche Titel für diesen Vortrag machte ich den Fehler, den kürzesten für den richtigsten zu halten, nämlich Heine, Marx und die Französische Revolution. Inzwischen weiß ich, dass die Düsseldorfer Heine-Ausgabe mitsamt dem umfangreichen Anmerkungsapparat 16 Bände und die Marx-Engels-Werke-Ausgabe 45 Bände umfasst. Während zur Französischen Revolution seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ganze Bibliotheken publiziert wurden. Ich bin dann aber weder Historiker noch Germanist, sondern Schriftsteller. Das Thema interessiert mich vor allem unter dem Aspekt seiner Relevanz für die Gegenwart. Denn weiterhin gilt der Satz von William Faulkner und Christa Wolff: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Der zweite Versuch, zu einer griffigen Überschrift zu kommen, stammt von Karl-Heinz Reck, nämlich Heine versus Marx oder noch ist Deutschland nicht verloren. Das noch nicht verlorene, also vielleicht doch noch zu rettende Deutschland, spielt auf ein gleichnamiges Buch an, das ich Anfang der 70er Jahre zusammen mit dem Historiker Walter Grab veröffentlicht habe. Darin geht es um politische Lyrik von der Französischen Revolution bis zur Reichsgründung. Im Heine-Kapitel wird natürlich auch das Verhältnis zu Marx behandelt und ich werde an passender Stelle daraus zitieren. Ich bezweifle, dass es im Leben oder in der Theorie so etwas wie einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Karl Marx und Heinrich Heine gegeben habe oder umgekehrt eine geistige Abhängigkeit. Wiederum kann man sie auch nicht als eine Art Zwillingspaar, gewissermaßen als Dioskuren des Marxismus hinstellen. Dazu sind ihre Biografien zu unterschiedlich. Als der 46-jährige berühmte Dichter Heinrich Heine und der 25-jährige Publizist Karl Marx einander im Pariser Exil begegneten, war die theoretische Entwicklung des einen mehr oder minder abgeschlossen, die des anderen befand sich noch im vollen Umbruch. In anderen Worten, war Heinrich Heine bereits Heinrich Heine, so war Karl Marx noch längst kein Marxist. Ohne Zweifel stellt der kurze Paris-Aufenthalt von Karl Marx eine wichtige Etappe in der intellektuellen Biografie zweier deutscher Juden im Exil dar, deren Leben in ganz unterschiedlichen Bahnen, in der des Dichters und in der des Politikwissenschaftlers, würden wir heute sagen, verlaufen ist. Ihr Respekt füreinander wird ein Leben lang anhalten.
erinnert sich der eine noch 1854 an den, Zitat, entschiedensten und geistreichsten unter seinen Landsleuten, an Dr. Marx, dann der Autor des Kapital 1867 an die, Zitat, Courage seines Freundes Heinrich Heine. Während nun der Heine-Herausgeber Hans Kaufmann die Begegnung zwischen Dichter und Denker als Höhepunkt im Leben von Heine ansieht, also von Marx aus auf Heine blickt, warnt der Biograf Wolfgang Hedecke davor, dieses Zusammentreffen als Stoff zur Legendenbildung zu benutzen oder sie gar als Sternstunde der Menschheit auszugeben. So bin ich am Schluss hängen geblieben an der Dichter, der Denker und die Französische Revolution, denn das erlaubt mir, umgekehrt von Heine aus auf Marx zu blicken und von beiden auf die Französische Revolution. Denn von beiden lässt sich sagen, dass diese wichtigste Revolution der Neuzeit ihr gesamtes Denken lebenslang bestimmte. Und das ist für den Dichter Heine fast noch erstaunlicher als für den Denker Marx. Denn er musste eine Sprache erfinden, mit der sich politische Erkenntnisse in Lyrik ausdrücken lassen. Wenn Sie mal die Gedichte großer Zeitgenossen wie Eichendorff oder Brentano betrachten, O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, oder Hör es klagt die Flöte wieder und die kühlen Brunnen rauschen, dann finden Sie dort das virtuos gehandhabte Volksliedvokabular der sogenannten schwäbischen Dichterschule. Als politischer Denker hatte Heine dafür nur Spott übrig. Zitat: Das wird auch wohl das Ende des Spaßes sein, dass ich in der schwäbischen Dichterschule neben den anderen auf das kleine Bänkchen zu sitzen komme und das schöne Wetter besinge, die Frühlingssonne, die Maienwonne, die Gelbfeiglein und die Schwetschgenbäume, schrieb er in seiner Vorrede zum Salon. Dabei beherrschte er den lyrischen Tonfall der Romantik vollkommen, wie er in seinem Bestseller, dem Buch der Lieder, ja bewiesen, vor allem mit dem Loreley-Gedicht, das noch heute als das deutscheste aller Volkslieder gilt. Nein, ihm passte die Weltflucht nicht, die sich in dieser Art von Innerlichkeit, Innerlichkeitsmetaphorik ausdrückte, dieser allzu bequeme Ausweg aus der politischen Ohnmacht in eine idyllische Natur ohne Probleme. Er stand mit seinem Argwohn nicht allein. Schon sein früherer Freund und späterer Widersacher Ludwig Börne warnte, je unfreier ein Volk, desto romantischer seine Poesie. Und der Lyriker Peter Rühmkorff meinte im 20. Jahrhundert zum selben Thema, Mondzeiten der Literatur sind Krisenzeiten der Gesellschaft. In sprachlicher Hinsicht hatte es Marx leichter. Vor allem seine großen Vordenker Immanuel Kant und Friedrich Hegel hatten einen Begriffsapparat entwickelt, auf dem man einerseits aufbauen und von dem man sich andererseits absetzen konnte. Die Notwendigkeit zum Beispiel, also die Unwiderlegbarkeit eines Urteils kraft Erfahrung bei Kant, kehrt bei Hegel in der Definition der Freiheit zur Einsicht in die Notwendigkeit wieder. Um dann bei Marx zum negativen Reich der Notwendigkeit umgedeutet zu werden. Damit meint er eine Welt widerwärtiger Gesetzlichkeiten, wie etwa den Zwang zu ständiger Gewinnmaximierung und damit den Zwang zur Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, der dem Kapitalismus unausrottbar innewohne. Und da, meine Damen und Herren, bedeutet es schon eine komplette Verkehrung der Begriffe, wenn der 1961 in den Westen gegangene marxistische Philosoph und Ex-Stalinist Ernst Bloch konstatiert, Zitat,
Diejenigen, die jetzt über die Mauer springen von Ost nach West-Berlin, vollziehen tatsächlich einen Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Eine Ironie von historischer Dimension. So war Dialektik jedenfalls bei Marx nicht gemeint gewesen. Welche dieser postulierten Notwendigkeiten ist also die wahre? Welche trifft man im wirklichen Leben an? Heinrich Heine, der trotz des Scheiterns der Revolution von 1930 bewusst ins Reich der Freiheit, nämlich nach Frankreich, emigrierte, hegte schon während seines Studiums in Bonn und Göttingen Misstrauen gegen philosophische Abstraktionen. Vermutlich hatte er seinen Lehrer Friedrich Hegel vor Augen, als er folgendes Gedicht schrieb. Zu fragmentarisch ist Welt und Leben. Ich will mich zum deutschen Professor begeben. Der weiß, das Leben zusammenzusetzen. Und er macht ein verständliches System daraus. Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen stopft er die Lücken des Weltenbaus. Damit hat er ebenso ironisch wie genau enthüllt, was die großen Denker aller Zeiten schon immer umtrieb, nämlich nicht nur in der Natur, sondern auch in der Metaphysik eine Art Weltformel zu entdecken. Bei Kant und Hegel ist dies der Weltgeist. Also die Vernunft, die im Weltbau a priori vorhanden ist. Bei Karl Marx gerät dieser unterstellte Weltgeist seiner Vorgänger mehr oder weniger in den Hintergrund und die konkrete, vom Menschen verantwortete Geschichte rückt ins Blickfeld. Marx sieht den Schlüssel zum Weltgeschehen im Begriff des Kapitals, das er als allumfassend begreift. Das heißt, er erklärt die Welt aus einem einzigen Grund, nämlich dem ökonomischen, der Mensch als Produkt wirtschaftlicher Verhältnisse. Das Ziel seines Denkens ist also ein in sich schlüssiges und zugleich geschlossenes System, das alle Fragen beantwortet. Es fällt auf, dass er sich hiermit in prominenter Gesellschaft befindet. Charles Darwin deutet die Entstehung der Arten bis hin zum Menschen durch biologische Evolution. Der Mensch als Ergebnis von artenübergreifenden Naturgesetzen. Sigmund Freud schließlich will über die Psychoanalyse zu den eigentlichen Antrieben des Menschen vordringen, die sowohl sein privates wie auch sein gesellschaftliches Sein bestimmen. Der Mensch als Objekt seiner Triebkräfte. Allen dreien gemeinsam ist die Abkehr vom religiösen Mythos zugunsten rationaler Erkenntnis. Alle drei erheben den Anspruch, den Menschen zur Gänze zu erklären. Nun ist aber der Mensch kein eindimensionales Wesen, denn er verfügt über Erinnerung und über Geschichte. Und zwar sowohl als Einzelner als auch im Kollektiv. Ihn auf eine einzige Determinante festzulegen, unterschätzt ihn. Der Mensch ist keine Ameise, ein Volk kein Ameisenhaufen und die Kooperation mehrerer Völker in größeren Zusammenhängen schon gar nicht. Die Behauptung der neuen Wissenschaften, ihre Befunde seien unumstößlich wie Naturgesetze, wird dann auch in der Folgezeit nirgends eingelöst. Manche machen Politiker dennoch den Versuch dazu, so wird aus dem totalen Anspruch das Totalitäre. Aus Darwins Evolutionstheorie wird der menschenverachtende Sozialdarwinismus des NS-Regimes mit Herrenrasse und Recht des Stärkeren und aus dem universalen Reich der Gleichen, dem Kommunismus, wird eine zentral gelenkte Bürokratie, die um Jahr Recht zu behalten, auch noch die kleinste demokratische Regung unterdrücken muss und abweichende Meinungen nicht mehr tolerieren kann. Zudem sind sich darin im Kommunismus einige gleicher als gleich, wie Orwell in der Farm der Tiere vorgeführt hat. Die entscheidenden ökonomischen Veränderungen des 19. Jahrhunderts waren
Die Erfindung der Dampfmaschine, das Aufkommen der Schwerindustrie, das Maschinenzeitalter begann. Die neuen Industriestaaten Mitteleuropas entfalteten eine bis dahin für unmöglich gehaltene Dynamik der technischen und wissenschaftlichen Innovation. Und im krassesten Gegensatz dazu stand die Statik der gesellschaftlichen Verhältnisse. In seinem Buch Heine als politischer Dichter von 1992 beschreibt Walter Grab dieses Auseinanderklaffen wie folgt. Zitat, als Heine die literarische Arena betrat, also kurz nach dem Wiener Kongress von 1815, rangen in Mitteleuropa zwei ideologische Strömungen um die geistige und politische Vorherrschaft, die beide vergangene und abgelebte Gesellschaftsbezüge verherrlichten. Sowohl die gekrönten Häupter der Heiligen Allianz und die Parteigänger der legitimen Fürstenherrschaft, als auch die vergangenheitsbezogenen Deutschtümler, die nationale Großmachtträume hegten und die Wiederkehr einer Epoche erstrebten, in der deutsche Kaiser ganz Europa ihren Willen aufgezwungen hatten, lehnten die kosmopolitischen Befreiungspostulate der Französischen Revolution entschieden ab. Beide Ideologien suchten die zukunftsweisende Bedeutung der Ideen von 1789, nämlich der unveräußerlichen Volkssouveränität und der brüderlichen Gleichberechtigung aller Nationen, aus dem öffentlichen Bewusstsein zu tilgen. Beide flüchteten vor den drängenden Problemen der aufkommenden Industriegesellschaft in eine irreale, aber angeblich glorreiche Vergangenheit, die einen in die höfische Welt des vorrevolutionären Absolutismus, die anderen in das Germanentum der Vorzeit und das Rittertum des Mittelalters. Diese Restauration überlebter Zustände ist verharmlosend Biedermeier genannt worden. Eine hausbackene Kulturepoche des Kleinbürgertums, der sich mangels politischer Einflussmöglichkeiten gänzlich ins Geschäftliche zurückgezogen hat. Jedoch, wie Walter Grab an anderer Stelle sagt, nicht nur im politischen, sondern auch im sozialen Bereich war das angeblich so gemütliche und behäbige Biedermeier von tiefer Unruhe erfüllt. An die Stelle der aus dem Mittelalter überlieferten Zunftordnung und Bedarfsdeckungswirtschaft trat das für einen anonymen Markt arbeitende Leistungs- und Konkurrenzsystem, das die soziale Atomisierung förderte, die Kluft zwischen Arm und Reich vertiefte. Und nun kommt er auf Heine zu sprechen, dessen analytische Fähigkeiten er als Historiker außerordentlich hoch einschätzt. Heine, Zitat, der an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters stand und das Absterben der Stände ebenso miterlebte wie die Geburt der Klassen, hielt zwar an den emanzipatorischen Idealen der Aufklärung fest, aber als Sohn des nachrevolutionären Zeitalters vermochte er die bürgerliche Ordnung nicht mehr, wie noch die Aufklärer des 18. Jahrhunderts, mit dem Reich der Vernunft zu identifizieren, weil sie sich als das Reich des Profits entpuppt. Diese Bewunderung für den Revolutionstheoretiker Heine wird auch von anderen Autoren gestützt. So lesen wir im Heine-Handbuch von Gerd Höhn, von 1997. Während Marx noch auf der Suche nach sich selber war, hatte Heine mindestens zwei der drei Quellen des Marxismus erschlossen. Er hatte 1834 die welthistorische Rolle der deutschen Philosophie herausgearbeitet. Er hat seit 1831 die Entwicklung des französischen Sozialismus und seit 1841 die des Kommunismus analysiert. Außerdem besaß er als Beobachter der kapitalistischen Entwicklung in London und in Paris ausreichende Vorstellungen von der Bedeutung der Ökonomie, speziell von der Zirkulationssphäre des Kapitals, um Ware und Warenfetischismus anschaulich zu beschreiben. Heine, Mitarbeiter der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der ab 1841, also immer vor dem Treffen mit Marx, ja, in etlichen Beiträgen die Opposition der Pariser Proletarier zur Julimonarchie in Deutschland bekannt gemacht hat, verkündete in den französischen Zuständen die Universalrevolution.
und im Bericht vom 12. Juli 1842 die Welterschütterung. Den klassisch gewordenen Begriff Weltrevolution benutzte Heine 1854 in der Schrift Lutetia. Die Welterschütterung sagte er also zu einem Zeitpunkt voraus, an dem Marx die Verbreitung des Kommunismus im Wesentlichen nur aus der Zeitung gekannt und kaum Proletarier gesehen hatte. Deshalb scheint die Ansicht derjenigen Marxisten, die von der konsequenten späteren Entwicklung des jungen Marx die Einstellung Heines von 1844-45 als Stehenbleiben vor den damals gar nicht vorhandenen wissenschaftlichen Sozialismus bezeichnen, zumindest kritikwürdig. Dass Heine die gesellschaftlichen Zustände schon in jungen Jahren treffend analysierte, beweisen seine Briefe aus Berlin von 1822, wo es heißt, auf der Börse schachern die Bekenner des Alten und des Neuen Testaments. Wir wollen ihnen nicht zu nahe kommen, oh Gott, welche Gesichter, Habsucht in jeder Muskel. Wenn sie die Mäuler öffnen, glaub ich mich angeschrien, gib mir all dein Geld. Sie mögen schon viel davon zusammengescharrt haben. Die Reichsten sind gewiss die, auf deren fahlen Gesichtern die Unzufriedenheit und der Missmut am tiefsten eingeprägt liegt. Auf der Straße unter den Linden hingegen läuft so mancher herum, der noch nicht weiß, wo er heute zu Mittag essen kann. Haben Sie die Ideen eines Mittagessens begriffen, mein Lieber? Wer diese Begriffenheit, der begreift auch das ganze Treiben der Menschen. 1822, wohlgemerkt. Der Mann war gerade mal 26 Jahre alt. Später wird er dies als die große Suppenfrage bezeichnen, die es zu lösen gilt. Welche weiteren Faktoren machten es den aktiven Demokraten unmöglich, in Deutschland zu bleiben? Zum einen die eigene Isolation nach der Niederlage Napoleons. Zum anderen aber, so absurd es scheinen mag, die Niederlage ihrer politischen Gegner. Die selbsternannten deutschen Freiheitskämpfer, wie die dezidiert antisemitischen Deutschnationalen Ernst Moritz Arndt und Karl Friedrich Jahn, dem ja auch hier in Salzwedel noch ein ehrendes Andenken bewahrt wird, die um der nationalen Auferstehung willen Franzosenhass predigten und Napoleon bekämpften. Sie alle fanden sich nach Waterloo unversehens in der preußischen Unfreiheit wieder. Der pompöse Schlachtruf mit Gott für König und Vaterland hatte sich als das erwiesen, was er eigentlich bedeutete, nämlich die Rückkehr in die alte Untertanenordnung und ihre Zementierung für den Rest des Jahrhunderts. Trotz ihres Sieges über Napoleon waren die alten Machthaber Europas weiterhin von panischer Revolutionsangst besessen. Und im Jahr 1819, Karl Marx war gerade ein Jahr alt und der Student Heinrich Heine veröffentlichte seine ersten poetischen Schöpfungen, wurde der bei den Studenten verhasste Schriftsteller und zaristische Spitzel August von Kotzebue ermordet. Diesen Mord nahm der allmächtige Außenminister Fürst Metternich zum Anlass in Karlsbad, eine Ministerkonferenz der deutschen Teilstaaten einzuberufen, um den demagogischen Umtrieben ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Die Karlsbader Beschlüsse leiteten eine fast 30 Jahre andauernde Hatz gegen Demokraten und Liberale ein. Universitäten und Schulen wurden streng überwacht und vor allem die Zensurbestimmungen erheblich verschärft. Alle Druckwerke mit weniger als 20 Bogen, das sind 320 Druckseiten, waren nunmehr der Vorzensur unterworfen. In Mainz richtete man eine Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe ein. Und in Österreich erstreckte sich Zensur sogar auf die Grabsteine. Viele Künstler von Rang mussten, wenn sie nicht Berufsverbot oder schlimmste Einkerkerung riskieren wollten, zu Metaphern Zuflucht nehmen. So finden sich die völlige Erstarrung des politischen Lebens als Wintermetapher
Nicht nur in Heines Wintermärchen wieder, sondern auch in den Eismeerlandschaften von Caspar David Friedrich und in der Winterreise von Schubert. Der Komponist Franz Schubert, der enge Kontakte zu den Kreisen der Opposition unterhielt, war in seiner Tonsprache aufmüpfig und durch seine zeitgemäßen Vertonungen von Lyrik ein wichtiges Sprachrohr der Intellektuellen. Besonders das 17. Lied des berühmten Liederzyklus Im Dorfe, Zitat, es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, spricht für die Interpretation, dass mit der gesamten Winterreise in Wahrheit Metternichs Polizeistaat gemeint war. Immerhin waren zu Schuberts Lebzeiten fast 2000 Polizeispitzel in den Kneipen Wiens unterwegs, um revolutionäre Umtriebe aufzuspüren. Eine Razzia beim Dissidentenverein seiner Freunde im Jahr 1826 entging Schubert nur durch eine frühzeitige Warnung, die 1822 verbotene Leipziger Literaturzeitschrift Urania. Mit den Texten des Dichters Wilhelm Müller hatte er sich illegal besorgt. Ein Hauptgrund für Heines Emigration nach Paris war also somit die Zensur. Er konnte dort aber auch deshalb freiatmen, weil er als Jude keine gesellschaftlichen Nachteile befürchten musste, wie in Deutschland, wo er sich wegen antisemitischer Beleidigungen duelliert hatte und von der Uni verwiesen worden war. Und wo auch eine Anstellung an der Uni München, die er als Doktor der Rechte hätte erlangen können, daran scheiterte, dass er seinen Ruf von vornherein durch antisemitische Ausfälle untergraben sah. Hier war Rassismus im Spiel. Und am Ende musste er sich eingestehen, dass auch seine Konversion zum Christentum daran nichts änderte. Und auch der junge Karl Marx musste, nachdem sein Sprachrohr die Neue Rheinische Zeitung verboten worden war, nach Paris flüchten. Dieser Tatsache verdanken wir seine Begegnung mit anderen Zensurflüchtlingen wie Ruge, Börne, Herwig. Am folgenreichsten wurde seine Bekanntschaft mit Heinrich Heine und Friedrich Engels, den Mitarbeitern im Vorwärts und in den deutsch-französischen Jahrbüchern. Heine war zu der Zeit mit den Theoretikern der Französischen Revolution bereits bestens vertraut. Darüber hinaus konnte er Marx gewisse stilistische Raffinessen beibringen. Ein Bild von den intensiven persönlichen und intellektuellen Kontakten, die sich 1844 zwischen Heine und Marx entwickelten, zeichnet Marx' Tochter Eleanor Toussaint Marx aus der Erinnerung an Erzählungen ihrer Eltern, die erst 1895-96 veröffentlicht wurde. Zitat, es gab eine Zeit, wo Heine Tag aus Tag ein bei Marx ins Vorsprach, um ihnen seine Verse vorzulesen und das Urteil der beiden jungen Leute einzuholen. Ein Gedichtchen von 8 Zeilen konnten Heine und Marx zusammen unzählige Male durchgehen. Also zu dem Zeitpunkt war Marx 26 und seine Frau 30. Die beiden jungen Leute. Als Marx dann wiederum auf Druck der preußischen Regierung am 1. Februar 1845 auch Paris verlassen und emigrieren musste, erst nach Brüssel, dann nach London, folgte ihm bekanntlich Engels, nicht aber Heine. Am Tag seiner Ausreise gedachte er der 13 Monate alten Freundschaft, als er Heine schrieb, Zitat, von allem, was ich hier an Menschen zurücklasse, ist mir die heinische Hinterlassenschaft am unangenehmsten. Ich möchte sie gern mit einpacken. Dann habe Marx noch versucht, Heine als Mitarbeiter der Rheinischen Jahrbücher bzw. des von Püttmann herausgegebenen Albums zu gewinnen. Doch das politische Bündnis zwischen beiden sei wohl mit Marx' Abreise zerfallen, schreibt Gerd Höhn. Denn, Zitat, von Marx' neuem Buch Die heilige Familie las Heine nur die ersten 40 Seiten. Im April 1846 teilte Marx noch mit, er wolle über
Heines Börne-Buch eine Rezension schreiben, dazu kam es aber nicht mehr. Der Dichter und der Verfasser des Kommunistischen Manifests haben sich noch bei 2, 3 Gelegenheiten im März 1948 und mehrmals im Sommer 1949 wiedergesehen. Mit beiderseitiger Hochschätzung verblieb man dann in Grußkontakt. Mittlerweile wurde der so aufregend modern schreibende Heine überall in Deutschland mit Begeisterung gelesen und sein Verleger Campe kam in Bedrängnis, weil seine sämtlichen Schriften auf dem Index standen. Es gab aber eine Lücke. Nach den Karlsbader Beschlüssen vom 20. September 19 waren Druckschriften über 320 Seiten zensurfrei, weil man zu Recht annahm, derartig dicke Wälzer würden kaum gelesen. Weil nun das Wintermärchen allenfalls 160 Seiten einnahm, stopfte Heine das Epos in das Sammelwerk Neue Gedichte, das mehr als doppelt so dick war. Im Juli 1844 reiste er erneut nach Hamburg, um den Druck des Wintermärchens, den Campe aus politischen Bedenken verzögert hatte, sicherzustellen. Mehr zu Campes Schutz nahm er einige Abschwächungen und Tilgungen am Manuskript vor, übte also Selbstzensur. Vor Auslieferung des Buchs schickte er die Druckbögen an Marx nach Paris zum Abdruck im Vorwert. Dort sind sie in Fortsetzung erschienen vom 19. Oktober bis 20. November 1944. Alle Caputs von Wintermärchen. Ende September 1844 wurden die neuen Gedichte samt Deutschland ein Wintermärchen durch Hoffmann und Campe in 3000 Exemplaren veröffentlicht. Schon am 4. Oktober wurde das Buch in Preußen beschlagnahmt. Kurz darauf erging eine Aufforderung Preußens an die anderen Bundesländer, das gefährliche Werk zu verbieten. Zu spät. Denn Anfang November war bereits eine zweite Auflage von 4000 Exemplaren in Umlauf. Ein Bestseller. Daraufhin erließ am 12. Dezember 1844 König Friedrich Wilhelm IV. Die Anordnung, Heine sollte er jemals wieder über die Grenze von Preußen kommen, sofort zu verhaften. Im Vorwort zur deutschen Ausgabe schildert Heine die Lage wie folgt. Zitat: Das nachstehende Gedicht schrieb ich in diesjährigen Monat Januar zu Paris und die freie Luft des Ortes wehte in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuskript im Monat März an meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Um den Einzeldruck veranstalten zu können, musste mein Verleger das Gedicht den überwachenden Behörden zu besonderer Sorgfalt überliefern und neue Varianten und Ausmerzungen sind das Ergebnis dieser höheren Kritik. Hamburg, den 17. September 1844. Es hat noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gedauert, bis alle Lesarten einschließlich der ursprünglichen Fassung des einzigartigen Erzählgedichts publiziert werden konnten. Eine der zentralen Fragen nach dem Charakter der Beziehung zwischen Marx und Heine dabei lautet: Sind die Passagen ein neues Lied, ein besseres Lied? Und der Liktortraum, das ist eine andere Passage, marxistische Texte. Ich will deshalb diese beiden Stellen aus Heines berühmtester Dichtung, die ihn nach dem Urteil von Marx und Engels zum größten deutschen Dichter neben Goethe werden lässt. Das ist ja alles kontemporäre Dichtung. Das ist schon ein gewaltiges Urteil, das zu sagen, denn von etwas, was gerade geschrieben wurde. Ich will das hier zitieren, das bessere Lied wird gleich zu Beginn des gesamten Versepos angekündigt. Im traurigen Monat November war es, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust, ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen.
Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden dort droben, in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weisen, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied. O Freunde, will ich euch dichten, wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenskinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust. Und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen, dort oben. Und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen, ein neues Lied, ein besseres Lied. Es klingt wie Flöten und Geigen. Das Miserere ist vorbei, die Sterbeglocken schweigen. Am Anfang dieser, nach Meinung von Nationalisten und Antisemiten, artfremden, den deutschen Geist zersetzenden, kurz amoralischen Dichtung, finden wir also die Utopie von einem Paradies, das nicht, wie die Religion, aufs Jenseits vertröstet, sondern im Diesseits angesiedelt ist. Hier herrscht im Leben schon Gerechtigkeit und Gleichheit, nicht erst im Tode. Marxistische Literaturwissenschaftler haben dies fast immer als lyrische Umsetzung der marxischen Vorstellung vom Kommunismus gedeutet. Irritierend ist dann aber der kleine, im Text völlig gleichberechtigte Zusatz, die Forderung nach Rosen und Myrten, Schönheit und Lust. Sie geht ziemlich eindeutig auf die Lehren des französischen Revolutionärs Saint-Simon und dem von ihm hergeleiteten Saint-Simonismus zurück. Der Saint-Simonismus erreichte in Frankreich seinen Höhepunkt in der Zeit nach der Julirevolution von 1830, also genau jener Zeit, als Heine nach Paris emigrierte. Der Übergang von der bisherigen Adelsherrschaft in die industriell-wissenschaftliche Epoche wurde durch geschichtsphilosophische und gesellschaftstheoretische Erwägungen interpretiert. Darüber hinaus setzte sich der Saint-Simonismus für die Emanzipation der Frau, das Recht auf Ehescheidung und das Prinzip der freien Liebe ein. Heute werden seine Lehren unter den Begriffen Frühsozialismus oder utopischer Sozialismus zusammengefasst. Zeitweise stand Heine den Saint-Simonisten sehr nah. Das Datum spricht ebenfalls für ihren Einfluss, denn, wie schon erwähnt, entstand das Wintermärchen Anfang 1944, während das Kommunistische Manifest erst 1849. veröffentlicht wurde. Heines politisches Bekenntnis 1834 in der Lutetia, noch weitestgehend saint-simonistisch geprägt, wandelte sich in den Briefen über Deutschland von 1844 dank der Gespräche mit Marx in ein Bekenntnis zur revolutionären Zitat. Er schreibt, Zitat: Die Vernichtung des Glaubens an den Himmel hat nicht bloß eine moralische, sondern auch eine politische Wichtigkeit. Die Massen tragen nicht mehr mit christlicher Geduld ihr irdisches Elend und lechzen nach Glückseligkeit auf Erden. Der Kommunismus ist eine natürliche Folge dieser Veränderung der Weltanschauung
und er verbreitet sich über ganz Deutschland. Ganz ähnlich hatte sich Marx 1843 in der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie geäußert, Zitat, er sagte voraus, dass das Proletariat durch den Umsturz der herrschenden Gesellschaftsordnung die Gesellschaft insgesamt zu emanzipieren habe. In dieser radikalen Revolution sah Marx die spezifische welthistorische Aufgabe und Leistung der Deutschen. Bis er ein vergleichsweise rückständiges Land war, es dennoch dazu bestimmt, durch die künftige Revolution das Land mit der progressivsten Sozialordnung zu werden. Ein Zitat aus Grabfriesel, noch ist Deutschland nicht verloren. Im Gegensatz zu Marx machte Heine allerdings keinen Hehl daraus, dass er die kommende Umwälzung zugleich auch fürchtete. So schrieb er 1854, kurz vor seinem Tod, in seinen Geständnissen, dieses Geständnis, dass den Kommunisten die Zukunft gehört, mache ich im Tone größter Angst und Besorgnis. In der Tat, nur mit Grauen und Schrecken denke ich an die Zeit, wo jene zur Herrschaft gelangen werden. Mit ihren rohen Fäusten zerschlagen sie alsdann alle Marmorbilder meiner geliebten Kunstwelt. Sie hacken mir meine Lorbeerwälder um und pflanzen darauf Kartoffeln. Und ach, mein Buch der Lieder wird der Krautkrämer zu Tüten verwenden, um Kaffee oder Schnupftabak darin zu schütten. Und dennoch war er, wie Marx, bis zuletzt ein Verfechter der deutschen Revolution. Das zweite Zeugnis aus dem Wintermärchen, für das wiederum Marx in Anspruch genommen wird, ist der sogenannte Liktortraum. Der Dichter wandert darin durch das nächtliche Köln, wo bekanntlich mit dem Dom fortwährend an der Wiedererrichtung des Mittelalters gebastelt wurde, und auf Schritt und Tritt folgt ihm eine vermummte Gestalt. Schließlich stellt er sie zur Rede und sie erwidert, ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, kein grabentstiegener Strohwisch und von Rhetorik bin ich auch kein Freund, ich bin nicht sehr philosophisch. Ich bin von praktischer Natur und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse, was du ersonnen im Geist, das führe ich aus, das tue ich. Und gehen auch Jahre darüber hin. Ich raste nicht, bis ich verwandle in Wirklichkeit, was du gedacht, du denkst. Und ich handle. Du bist der Richter, der Büttel bin ich. Und mit dem Gehorsam des Knechtes vollstrecke ich das Urteil, das du gefällt, und sei es ein ungerechtes. Dem Konsul trug man ein Beil voraus zu Rom. In alten Tagen. Auch du hast deinen Liktor durchwirrt, das Beil dir nachgetragen. Ich bin dein Liktor und ich gehe beständig mit dem blanken Richtbeile hinter dir. Ich bin die Tat von deinem Gedanken. Im Liktortraum nimmt also die Revolution im wahrsten Sinne des Wortes Gestalt an. Aus dem Gedanken wird die Tat. Damit folgt Heine dem Dreischritt, den er mit seiner Abhandlung zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland bereits 1833 genauer beschreibt, Luthertum, Philosophie, Revolution. Dieselbe Abfolge sieht auch Marx, wenn auch mit anderen Akzenten. Beide bewerten die Religion als Opium fürs Volk, wobei Marx diese griffige Formel von Heine übernimmt, nicht etwa umgekehrt. Man muss davon ausgehen, dass Marx Heines Denkschrift für Ludwig Börne gut kannte, die im Jahr 1840 veröffentlicht wurde. Darin heißt es, die Religion sei, Zitat, geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glauben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Also bei Heine, 40 geschrieben. Beide halten die Religion für endgültig überwunden. Seit Luther sei sie durch die Philosophie ersetzt. Die finale, die sozialistische Revolution würde in Deutschland stattfinden.
nach dem die Philosophen ihre Verwirklichung vorgedacht haben. Wie wir heute wissen, ist diese Vorhersage einer der großen gemeinsamen Irrtümer des Dichters und des Denkers. Die Realität hielt sich nicht an die Theorie, schon gar nicht in der verspäteten Nation, Deutschland. Außerdem könnte man bei solcher epochalen Wichtigkeit der Philosophie nachgerade auf die Idee kommen, das Bewusstsein bestimme das Sein, nicht umgekehrt. Gegen die These, Marx habe dem gesamten Wintermärchen seinen Stempel aufgedrückt, spricht aber nicht nur der beträchtliche Anteil an Gedankengut des Saint-Simonismus und der teils ironische, teils nostalgische Rückgriff auf altdeutsche Mythen, wie zum Beispiel den Kyffhäuser-Mythos, sondern vor allem, dass es keinerlei Anhaltspunkte für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden während der ersten Niederschrift gibt. Folgt man dem Heine-Forscher Gerd Höhn, so kann biografisch als gesichert gelten, in der zweiten Dezemberhälfte 1943, sofort nach Heines Rückkehr aus Hamburg, schlossen der philosophisch gebildete Dichter und der poetisch interessierte Philosoph schnell Freundschaft. Der Brief, den Heine dann am 21. September 1944 dem liebsten Marx zusammen mit dem Fahnenabdruck des Gedichts schickte, damit sie sich damit amüsieren, enthält keinen Hinweis auf dessen Mitarbeit oder gar dessen Textkenntnis. Der Brief macht allerdings großes, wenn nicht blindes Einverständnis spürbar, schließt Heine doch mit den Worten: Wir brauchen ja wenige Zeichen, um uns zu verstehen. In anderen Worten, diese Freundschaft basierte auf der entschiedenen politischen Gegnerschaft gegen den gemeinsamen Feind, was wechselseitige ideologische Einflüsse zwar nicht ausschließt, aber auch nicht zwingend erforderlich macht. Im Übrigen ist das Wintermärchen, wie hätte es auch anders sein können, bei der Beschreibung der deutschen Zustände total negativ und von beißender Ironie. Heine nutzt dabei die Möglichkeiten der Satire, Missstände so anzuprangern, dass sie zur Änderung der Verhältnisse geradezu herausfordern. Nichts anderes hat auch Karl Marx 1844 im Sinn gehabt, als er sein Konzept einer Kritik im Handgemenge auf Deutschland anwandte. In der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie heißt es dazu: Es handelt sich darum, den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäuschung und der Resignation zu gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt, die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Heine gab sich jedoch keinen Illusionen hin. Er hatte die Unfähigkeit der Deutschen zur Revolution gleichzeitig sehr klar vor Augen. Schon im Titel seines Gedichts 1649, 1793 setzt er vier ironische Fragezeichen, wo der deutsche Umsturz hätte stehen müssen, denn dafür gibt es weder ein vorhersagbares Datum noch eine Wahrscheinlichkeit. Er beginnt mit dem englischen Umsturz von 1649. Ich zitiere: Die Briten zeigten sich sehr rüde und ungeschliffen als Regizide. Schlaflos hat König Karl verbracht in Whitehall seine letzte Nacht. Vor seinem Fenster sang der Spott und ward gehämmert an seinem Schafott. Viel höflicher nicht die Franzosen waren. In einem Fiaker haben diese den Ludwig Carpet zum Richtplatz gefahren. Sie gaben ihm keine Calèche de Remise, wie nach der alten Etikette der Majestät gebühret hätte. Franzosen und Briten sind von Natur ganz ohne Gemüt. Gemüt hat nur der Deutsche. Er wird gemütlich bleiben, sogar im terroristischen Treiben.
Der Deutsche wird die Majestät behandeln, stets mit Pietät. In einer sechsspännigen Hofkarosse, schwarz panaschiert und beflort die Rosse, hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche der weinende Kutscher. So wird der Deutsche Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert und untertänigst guillotiniert. Tatsächlich ist in Deutschland nie ein Herrscher von Gottes Gnaden auf dem Schafott gelandet. Vielmehr ist der letzte deutsche Kaiser ins holländische Exil gegangen, ohne dass ihm ein Haar gekrümmt wurde, trotz der Tatsache, dass er ein Kriegsverbrecher war, nämlich der Hauptverantwortliche am mörderischen Ersten Weltkrieg. Es wären in diesem Zusammenhang noch etliche Themen zu behandeln gewesen, wie Marx und Heines widersprüchliches Verhalten zu ihrem Lehrer Hegel. Dazu gehört insbesondere ihre beider Umdeutung der Hegelschen Dialektik, die ja die ewige Fortentwicklung des Neuen aus dem Alten postuliert, nicht aber den Kommunismus als Endpunkt der Geschichte. Die Frage, die für uns Nachgeborene daraus erwächst, ist ernüchternd. Sie lautet: Waren die Utopien von Heine und Marx letztendlich Luftschlösser? Hat der Kapitalismus auf ganzer Linie gesiegt? Wenn tatsächlich das Sein, das Bewusstsein bestimmt, nicht umgekehrt, mag es seit einiger Zeit so aussehen. Wenn aber Hegels Dialektik zutrifft, so eilt das Bewusstsein schon immer dem Sein voraus, beziehungsweise wächst aus diesem stets neu hervor. Es geht also um eine Wechselbeziehung. Der Kapitalismus, groß geworden in den industrialisierten angelsächsischen Demokratien, verfügte lange Zeit über keine schlüssige Theorie, wie es dem Marxismus begegnen konnte. Erst ein Jahrhundert später schaffte es der britische Ökonom und Mathematiker John Maynard Keynes, 1883 bis 1846, dem Kapital von Marx etwas entgegenzusetzen. Gewissermaßen spiegelbildlich nennt er sein Hauptwerk General Theory of Employment, Interest and Money, zu Deutsch Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. Das marktwirtschaftliche Modell, Entschuldigung, sei realitätskonform und komme ohne Ideologie aus. Trotzdem sei es nicht eo ipso stabil, denn es schaffe, selbst bei flexiblen Preisen und Löhnen, die jeweils auf die Signale des Marktes reagieren, nicht automatisch Vollbeschäftigung. Und auf die käme es bei zeitgemäßer Wirtschaftspolitik entscheidend an. Im schlimmsten Falle könne der ungezügelte liberale Markt zu einem Zustand langfristiger und weit verbreiteter Unterbeschäftigung führen, wie bei den Weltwirtschaftskrisen. Dann solle und müsse der Staat, müssen Regierung und Notenbank zu finanz- und geldpolitischen Mitteln greifen, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wieder an ein Niveau heranzuführen, bei dem Vollbeschäftigung herrscht. Schon diese kurze Skizze, meine Damen und Herren, dieser allgemeinen Theorie von John Maynard Keynes zeigt, dass darin sozialistische Elemente der sonst so verpönten zentralen Steuerung verborgen sind. Nichtsdestoweniger folgen die EU und Amerika in Zeiten der Krise dem Keynesianismus noch weitestgehend, insbesondere auch die Europäische Notenbank. In Bezug auf den real existierenden Sozialismus jüngster Erinnerung ist aufschlussreich, was Gregor Gysi auf einer Podiumsdiskussion zum 200. Geburtstag von Jenny Marx hier in Salzwedel fast beiläufig geäußert hat. Gysi hob als erstes hervor, dass eine konkrete Utopie unerlässlich sei, selbst dann, wenn man ahne, sie sei in der Realität gar nicht erreichbar. Ohne Zielvorstellung gäbe es nämlich keinen Kompass für den einzuschlagenden Weg, sondern nur zielloses Umherirren. Sodann kam man auf den Begriff der Gleichheit zu sprechen. Alles, was daran Gleichmacherei sei, lehne er ab.
Vielmehr solle jeder nach seinem Können und seiner Leistung beurteilt und bezahlt werden. Damit räumte er dem Individuum einen entscheidenden Platz ein. Auch und gerade in einer sozialistischen Gesellschaft. Drittens wandte er sich gegen diejenigen in seiner Partei Die Linke, die immer alles schon vorher wissen, statt es erst noch herausfinden zu wollen. Kurz und gut, die Partei hat immer recht, ist für ihn augenscheinlich passé. Und damit ist er der Gedankenwelt von Heinrich Heine, die, wie wir gesehen haben, durch die Zeitumstände beeinflussbar war, näher als dem geschlossenen System von Karl Marx. Ich danke Ihnen. Das war zugegeben eine Tour de force, aber ein Thema Heine, Marx und Französische Revolution dauert eigentlich 3 Semester, nicht mit voller Vorlesungslänge. Ich möchte an dieser Stelle doch noch mal etwas sagen, es liegt mir am Herzen. Also ich fand, dass die Woche zur Feier des 200. Geburtstages von Jenny Marx wichtig war und auch Höhepunkte hatte. Ich fand aber, dass es eigentlich eine selbstverständliche Pflicht der Veranstalter gewesen wäre, die Vorarbeit, die grundlegende Vorarbeit des Freundeskreises Jenny Marx zu würdigen, denn ohne diese, nach meinem vielleicht nicht maßgeblichen Eindruck, hätte das Ganze gar nicht stattgefunden, weil man gar nicht erkannt hätte, mit welcher welthistorischen Person es man hier zu tun hat. Und ich meine, großer Dank gebührt Karl-Heinz Reck. Meine Damen und Herren, der Freundeskreis Jenny Marx sagt Tschüss. Auf Wiedersehen, goodbye. Wir haben versucht, Spuren zu hinterlassen. Die Spuren, hoffentlich sind die Spuren so tief, dass die von denen, die sie jetzt suchen und begehen, müssen sie nicht verlieren. Es geht um diese Frau, diese grandiose Frau, sage ich mal, die im Licht von Karl Marx stand, aber ohne Jenny wäre Karl nie der gewesen, der er war. Das ist ein Zitat ihrer Tochter. Und es ist natürlich auch ein Fund für diese Stadt, dass er sich an diese bedeutende Tochter erinnert und ob sie 2 Jahre hier gelebt hat oder 20. Der Geburtsort, meine Damen und Herren, ist immer der Geburtsort. Und wer es nicht versteht, mit den Menschen, mit den bedeutenden Menschen, die in einer Stadt geboren sind, zu werben, der hat sein Geld an der Stelle, wo er Verantwortung trägt, eigentlich nicht verdient. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit und ohne Jenny, mit und ohne Karl Marx. Alles Gute, kommen Sie gut nach Hause, ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.